Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Ja, letzte Folge. Reden wir lieber nicht drüber. Guckt es euch einfach an. Ich habe mich jetzt wieder halbwegs beruhigt. Das war ein Fall für sich. Oh, war ich auf 180. Aber gut, wir wollen mal gucken. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Seid ihr fertig mit Quatschen? Danke. Ich habe gehört, Sie waren am Boden bei dem Reaper. Er hat ein paar Mal auf uns geschossen. Joker ist völlig irre Manöver mit der Normandie geflogen, um aus der Schusslinie zu bleiben. So ein Kampf ist wirklich hart. Vor allem, wenn man nicht selber am Steuer sitzt. Aber Joker ist einer der Besten. Zuerst wurde mir in der Sicherheitshalterung richtig schlecht. Aber dann wurde ich wütend. Richtig wütend. Ich wollte nur, dass das Ding stirbt. Wollten Sie das beim Angriff der Reaper auf die Erde nicht? Ich wollte Ihre Niederlage und die Rettung der Erde. Aber ich wollte Sie nicht selbst zerreißen und in die Luft sprengen. Glückwunsch, Trainer. Ich glaube, Sie haben Ihren Kampf- oder Fluchtinstinkt entdeckt. Vielleicht hätte ich beim Schach bleiben sollen. Aber jetzt stört mich, dass dabei so wenig explodiert. Interessant. Commander? So, wir haben neue Nachrichten, habe ich gehört. Zwei. Status-Update. Ungültige Extranet-Domain. Shepard Commander, unsere Arbeit auf Ranoch geht weiter. Reparaturen an Schiffen und Anlagen, die von der Flotte der Schöpfer beschädigt wurden, sind in den nächsten 10 Tagen abgeschlossen. Unsere vorhandenen Schiffe greifen bereits Streitkräfte der alten Maschinen an. Dadurch ist eine zweite Flanke entstanden, die die Aufmerksamkeit von den Truppen der Turianer und Asari ablenkt. GEF-Einheiten, die auf Bautechnik spezialisiert sind, wurden zum Tigel-Projekt geschickt. Alle GEF, die nicht mit Schiffsreparaturen oder anderen Einsätzen beschäftigt sind, führen technische Analysen zur Verbesserung von Leistung und Effektivität des Tigels durch. Die Berechnungen werden an anderer Stelle durchgeführt und dann mit sicherer Verschlüsselung an das Tigel-Projekt geschickt, um Spannungen mit anderen Spezies zu vermeiden. Wir werden beweisen, dass organische und synthetische Wesen auf ein gemeinsames Ziel zu beiderseitigen Nutzen hinarbeiten können. Ihr Vertrauen wird das möglich machen. Von wem war das jetzt? Irgendwelche GEF wahrscheinlich. Diana Alice, diese komische Reporter-Tante, die wir irgendwie auf dem Schiff bei uns gebunkert haben. Nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, ist das vielleicht schwer zu glauben, aber dem Rest der Galaxie ist nicht bewusst, dass die Quarianer in den Nebel eingedrungen sind, geschweige denn einen Krieg gegen die GEF geführt haben. Wir sitzen hier auf einem wichtigen Ereignis der Geschichte. Ich habe Material von allen Beteiligten, nur von Ihnen nicht. Darf ich Sie für eine Stunde in Ihrer Kabine besuchen und Ihre Gedanken auf Video aufnehmen? Diana. Ja, darf sie. Macht aber 5 Euro. Mindestens. Reportergebühren. Deswegen, wir holen mal Diana zu uns und machen dieses komische Interview. Ich stehe auf Interviews. Trainer, können Sie Diana Alice raufschicken? Sie will mit mir reden. Sie ist unterwegs, Commander. Sie haben bestimmt 1 Million Fragen. Ich habe sie auf 40 begrenzt. Mal sehen, wie Sie mit den wichtigsten 10 zurechtkommen. Okay. Kein Ding. Commander, als wir das letzte Mal von den GEF hörten, griffen Sie mit der Sovereign die Citadel an. Ja, und das war eine Minderheit innerhalb der GEF. Die meisten sind uns nicht feindselig gesonnen. Erklären Sie damit, dass Sie jetzt Verbündete sind und nicht mehr gefährliche Roboter, die Menschen fehlen? Sie müssen endlich erkennen, dass die meisten GEF trotz ihres Rufs nicht gewalttätig sind. Die Quarianer haben sie angegriffen. Die GEF haben sich nur verteidigt. So wie jede organische Spezies es tun würde. Wir haben die GEF aus der Kontrolle der Reaper befreit. Und jetzt wollen sie Rache für ihre Versklavung. Aber sie bekämpfen mit einer Armee synthetischer Wesen die Reaper, die perfekt hacken können. Was hält die Reaper davon ab, die GEF umzuprogrammieren, wie schon einmal? Die GEF sind sehr intelligent und haben lange über eine Lösung dieses Problems nachgedacht. Sie wenden sich nicht gegen uns. Darauf wette ich mein Leben. Sehr gut. Und hier die Frage eines Batarianers auf Omega. Commander Shepard, wenn die Massenportale zerstört werden können... Habe ich etwas übersehen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Reichen Sie Ihre Story jetzt ein? Wenn Sie nichts dagegen haben. Sagen Sie der Galaxie, wir haben eine neue Flotte. Zu Befehl, Commander. Super. Ja, war ja... Ich finde es mal ein bisschen komisch, dass die
Interviews immer so, sind irgendwie nur so halbe Dinger. Keine Ahnung, war ein bisschen komisch. Ich wollte hier nochmal beim Panzerungsspind reingucken. Wir können nämlich unsere Freizeitkleidung auch wechseln. Scheiße, gab's hier auch einen schönen? Sieht irgendwie alles ein bisschen kacke aus. Vor allem das ist doch das gleiche wie das. Ah, nee. Hier ist so ein Zeichen drauf. Na gut, nehmen wir das. Panzerungsset. Die Aufklärungskapuze finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, die könnten wir behalten. Die anderen, die sehen ja alle ein bisschen sehr strange aus. Das sieht mal ganz okay aus, aber... Ich meine, es gibt ja hier die ganzen Sachen, bieten ja noch ein paar zusätzliche Features. Aber ich gehe jetzt eigentlich nur nach Optik, weil... Weiß nicht. Wir wollen ja gut aussehen. Jetzt gucken wir uns das mal ganz so von hinten an, weil das andere sah ein bisschen komisch aus. Das hier wäre eine Option. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, Standard N7. Was hatten wir denn jetzt eigentlich? Den hier, ne? Den fand ich jetzt aber von vorne ziemlich hässlich. Wir nehmen mal... Halt, nein. Der eine hat den höheren Kran. Oh, das sieht cool aus. Aber das sieht von vorne auch kacke aus. Aber wir nehmen das einfach mal jetzt. Nur mal, um es zu testen. Hm. Die bringen alle Nahkampfschaden. Das brauchen wir nicht. Welches hatten wir denn jetzt? Haneke da? Nehmen wir das. Gibt Waffenschaden noch so ein bisschen. Die Arme. Hm. So eine Sache. Okay, nehmen wir den. Dann gibt Waffenschaden. Machen wir noch ein neues Höschen. Fangen wir mal bei 1 an. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Munitionskapazität bringt das Ganze. Ich glaube, wir nehmen das hier, weil es gibt halt Waffenschaden. Material, das ist mir eigentlich egal, wenn es aus Titanium ist. Muster. Sieht ein bisschen komisch aus. Na komm, wir nehmen den mal hier so ein bisschen schön rot. Nee, lieber nicht. Sieht voll kacke aus. Musterfarbe. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Obwohl, wir können ja mal weiß mit reinnehmen. Dann sieht das Ganze schon besser aus. Farbe, Farbe, Lichter. In Blau. Lila. Dann leuchtet ja unser Kopf gar nicht mehr. Oder täusche ich mich da gerade? Hm. Nehmen wir das Grün. Sieht cool aus. So, haben wir das. Okay. Kleines Design-Upgrade für diese Folge. Und der Plan war ja, dass wir jetzt diese Folge zur Citadel mal gehen. Und uns da mal die Lage nochmal angucken, weil hier sind wir jetzt durch. Endlich. Endlich. Ich hätte bloß hier gerne mal so eine Prozentzahl, wie viel man hier erledigt hat. Hm? Ich verstehe nicht, was diese Symbole hier bedeuten. Dabei gibt es, glaube ich, nichts. Ich meine, wir sind ja den Planeten oder das System hier sind wir schon mal abgeflogen. Und es hatte nichts gebracht. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Trümmerfeld. Ja. Und hier. Geth-Trümmerfeld. Tja. Gut, die haben sich auf jeden Fall gegenseitig ganz schön die Fresse eingeschlagen. Aber gut, das ist nicht unser Problem mehr.
Wir haben die Geth auf unserer Seite. Die Quarianer haben wir jetzt komplett ausgerottet. So, was haben wir hier? Da ist nix. Vermissten Kundschafter nachgehen. Was haben wir hier? Artefakte finden. Die müssen wir auch noch machen. Cerberus-Entführungen. Was haben wir hier? Citadellen? Ja, Sari-Ratsherren. Treibstoffreaktoren. Nimbus. Okay. Ehemalige Cerberus-Wissenschaftler finden und das Cerberus-Labor. Wir gehen erstmal zur Citadel, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir jetzt direkt mit der Ratsherrin quatschen müssen, weil ich will eigentlich erstmal mich umschauen. So ein bisschen. Müssen wir mal gucken. Guck mal, hier können wir auch scannen. Aber hier gibt's nichts, sehr klar. Auf zur Citadel! Andocken. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transport? Nö. Nein, nicht nötig. Die Navigation wird aufgrund der Anzahl von Flüchtlingsschiffen im Dockbereich zunehmend schwieriger. Okay. Da sind wir. Ja, auf der Citadel ist immer viel los, da wird immer viel durcheinander gequasselt. Wir gucken einfach mal ein bisschen rum. Mit ihr will ich nicht quatschen, die ist doof. Haben Sie herausgefunden, wie man die Raumschiffe ohne Kryokern betreibt? Private Talabi? Da hat doch keiner was zu sagen. Wir haben auch nichts zu sagen. Wenn wir einfach mal hier durch. Elevator. Und dann. Moment, wo waren die Karte? Auf M. Genau, dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Commander Bell, die Asari-Ratsherrin, Spectre Terminal, Samara. Die Botschaften, die heben wir uns mal zum Schluss auf. Im Krankenhaus ist gerade nichts los. Hier ist auch nichts los. Hier ist auch nichts los. Kelly Chambers ist ja wieder da, James, Ashley. Wir gehen mal zum Docks-Wartebereich. Docks-Wartebereich. Mal Ashley besuchen. Ob wir unsere Beziehung vielleicht etwas vertiefen können. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für so, hier ist ja der Typ. Der wollte ja immer noch Fotos haben. Kommen Sie bitte zu, ja. Material haben, Commander. Ich will hier. Deswegen, wir müssen ja sowieso noch ein paar Fotos machen. Er gammelt da immer noch seit bestimmt 12.000 Folgen. Da ist Ashley. Komm, wir quatschen mit Ashley. Mäuschen? Shepard, danke fürs Kommen. Ich wollte für Sie da sein, Ash. Korb? Schlimm, dass sie das durchmachen muss. Verdammt. Schon wieder. Hoffentlich findet Sarah hier Frieden. Schön, dass ich für Sie da sein kann. Sie wollte, dass ich etwas über unsere Familie sage. Sie stehen das durch. Sie müssen jetzt stark sein. Für Sarah. Sie haben recht. Ich bin stolz auf Sie. Sie ist keine Berufssoldatin, aber sie kommt mit all dem zurecht. Erinnert mich an Dad. Was auch passiert ist, er hat uns zum Lächeln gebracht. Ihre Familie hat sie geformt. Er gab sein Bestes. Vier Töchter und eine starke Frau. Er sagte, Manöver mit scharfer Munition sind das beste Training für meine Frauenhorde. Ihre Schwester wartet. Wird schon wieder. Sicher. Gehen wir. Na dann los. Mal sehen. Okay, die Fahrt zum Strand in dem Sommer vor meiner Grundausbildung. Sehen sich überhaupt nicht ähnlich. So. Wollen wir noch unseren Ruf? Können wir uns da jetzt einmischen? Ich sehe sie dann an Bord der Normandy. Ah, ich gehe ja schon, ist ja gut. Wir müssen mal gucken, ob wir hier noch ein paar Fotos machen können. Dann werden wir mal gucken, ob wir mit Kelly Chambers noch mal reden können. Hier gibt's kein nichts Neues.
Keine Fotos. Nix. Nischt. Nothing. Ist hier was Neues? Ich hab doch nix. Was mit dir, James? James? Commander, was führt Sie hier runter? Das wollte ich Sie gerade fragen. Naja, nach unserer Unterhaltung. Ich habe beschlossen, dem N7-Programm beizutreten. Ja, gut. Und das feiern Sie mit einer Tätowierung? Ja, so ungefähr. Wissen Sie, es gibt im Moment ja keinen offiziellen Kanal. Also mache ich es auf diesem Weg offiziell. Eigentlich bin ich ja nur ein N7-Rekrut. Aber mit Ihnen als Ausbilder kann ich gar nicht scheitern, richtig? Sehr schmeichelhaft. Aber ich bilde Sie doch gar nicht aus. Nicht offiziell, aber was zählt das schon in diesem Scheißkrieg? Ich meine ja nur, Sie sind mein direkter Vorgesetzter und Sie gehören zur N7. Also sind Sie mein Vorbild. Und wissen Sie, ich nehme von Ihnen jeden Rat an. Wirklich? Sicher, wenn er gut ist. Man würde Sie nicht fragen, wenn man Sie nicht für fähig hielte. Hoffen wir es. Jetzt beginnt die richtige Arbeit. In Ordnung. Ich weiß, ich wirke nicht besonders ernsthaft, aber wenn ich etwas beschließe, dann richtig. Offensichtlich. Hey, ich werde Sie nicht enttäuschen. Sie müssen nur einer Person was beweisen, nämlich der, die Sie morgens im Spiegel sehen. Da haben Sie recht. Das wird ein paar Tage wehtun. Sind Sie überhaupt dienstfähig? Ich reiß mich nicht darum, meine Panzerung anzulegen. Aber dienstfähig bin ich immer. Das hört man gern. Ah, Vorsicht! Seid ihr so eine Männer? Gut, dann haben wir James auch schon mal abgefrühstückt. Dann schauen wir uns mal weiter um hier. Irgendwo muss es doch Fotos geben. Was ist hier los? Taktus? Kenn ich nicht. Ich erkenne Sie. Sie sind Commander Shepard. Jeder kennt mich. Und Sie müssen Taktus sein, der als Anführer der Flüchtlinge gilt. Ja, jemand muss ja für etwas Ordnung sorgen. C-Sicherheit hat den Zugang zur Citadel eingeschränkt. Und viele Verzweifelte können nirgendwo mehr hin. Und medizinische Vorräte brauchen Sie auch. Dr. Chakwas erwähnte einen für alle sinnvollen Handel. Ich war bewusst deutlich. Die Allianz ist meistens ziemlich egoistisch. Vertrauen ist in diesen Zeiten selten geworden. Ich weiß, Sie brauchen unsere Militärvorräte, aber die sind viel wertvoller als Ihre medizinischen. Ihr Angebot war nicht ausreichend. Ihre Leute brauchen unsere Vorräte und meine Leute brauchen ihre für den Kampf, um wenigstens einen kleinen Vorteil zu haben. Unsere Mission rettet vielleicht alle. Sie sollten nicht kleinlich oder misstrauisch sein. Im Alltagsstress vergisst man leicht, dass wir das alles gemeinsam durchmachen. Meine Leute kontaktieren Sie. Sie bekommen die Vorräte so schnell wie möglich. Sehr gut. Dann haben wir das auch schon mal. Was mit Kelly? Ich habe von den Gräueltaten gehört, die Cerberus bei dem Putsch angerichtet hat. Das ist nicht die Organisation, der ich mich angeschlossen habe. Okay. Mann. Muss er sich so weit vorbeugen, dass man da nicht mehr durchkommt? Unglaublich, ey. Überall diese Wegelagerer hier. Mann, so. Ich werde jetzt Fotos machen. Leute, kommt. Aber gibt's nix? Gar nix. Nischt. Nix. Nö. Kann so nicht arbeiten. Was ist denn hier los? Hier ist auch nix. Da. Sane. Hey, ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen. Und wir wollen mit Ari. Ja, na gut, das wissen wir ja bereits. Hier ist auch nichts weiter. Keine Fotos. Das ist doof. So, und hier hinten ist sowieso wieder tote Hose. Wie immer. Na gut, dann rennen wir zurück zum Fahrstuhl. Dann ist nichts los. Nix. Nischt. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Citadel-Tante da, mit der Botschafter-Tusse da. Ihr wisst, wenn ich meine. Ne? Aber halt alles in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann und tschause.